Bevor das Video losgeht, vielen lieben Dank an Amelie für die nette Fanpost. Ich habe mich wirklich sehr über den Brief, das Bild und über die Pferde gefreut. Also vielen, vielen lieben Dank. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß! Hey, ich bin Socke. Ich bin ein 15-jähriges Schulpony hier am Hof und ich möchte euch heute einen Tag in meinem Leben zeigen. Wir haben heute Samstag. Das bedeutet, um 10 Uhr kommt Ella. Sie hat dann eine Einzelreitstunde auf mir. Ich freue mich schon so auf meine Einzelreitstunde. Danke, Mama, dass du mir das möglich gemacht hast. Das habe ich doch gern gemacht, Ella. Und das Pony Socke, auf dem ich immer die Reitstunde habe, ist auch mega cool. Er ist einfach so brav, einfach ein super tolles Pony. Hallo Ella, freut mich, dass du da bist. Wenn du magst, können wir Socke gleich aus seiner Box holen. Oh ja, Spitze! Dann gehe ich gleich mal sein Halfter holen. Hey Socke, da bin ich wieder. Ich hoffe, du hast genug Motivation für die Reitstunde mitgebracht. Das ist Ella. Sie ist wirklich total nett. Sie ist zwar noch eine Reitanfängerin, aber dafür kann sie eigentlich schon ganz gut reiten. Ich mag sie auf jeden Fall sehr. Gut hast du das gemacht, Ella. Dann würde ich mal sagen, wir gehen zum Putzplatz. Dann kannst du Socke auch putzen. Das darfst du heute ganz alleine machen. Und wenn du Hilfe brauchst, frag einfach mich. Du schaffst das. Beim Putzen hatte Ella leider noch ein bisschen Probleme. Aber das ist ja nicht schlimm. Sie ist ja da, um es zu lernen. Ella, schon vergessen? Mit dieser Bürste musst du kreisende Bewegungen machen. Au, ups, habe ich verwechselt, tut mir leid. Nicht gegen den Strich bürsten. Oh, ups, sorry, Entschuldigung, habe ich gerade komplett vergessen. Ella, erstmal großes Lob an dich. Das Hufe auskratzen hast du heute super gut gemacht. Ja, normalerweise haben viele Reitanfänger die meisten Probleme mit dem Hufe auskratzen. Ella hingegen hat mehr Probleme mit den Bürsten. Vielen Dank und nächste Woche, ich verspreche es, werde ich die Bürsten nicht vertauschen oder falsch benutzen oder sonst was. Ja, Ella, nächste Woche versuchst du mal, alles richtig zu machen beim Putzen. Aber hey, Fehler darfst du ja machen. Aus denen kannst du ja schließlich auch was lernen. Jetzt ist Ella losgegangen, um meinen Sattel zu holen. Ich bin echt mal gespannt, ob sie es diesmal schafft, mich richtig aufzusatteln. Letzte Woche sah das nämlich so aus. Und die Woche davor so. Und bei ihrer allerersten Einzelreitstunde so. Ja, sie hat den falschen Sattel genommen. Aber ich verzeihe ihr das. Ich meine, sie ist noch eine Anfängerin und Fehler gehören auch dazu. Oh, da kommt sie ja. Ich hoffe, diesmal macht sie's richtig. Schau, Socke, ich bin mit deinem Sattel zurück. Na dann werde ich dich mal aufsatteln. Super gemacht, Ella. Genau so ist es richtig. Juhu, sie hat es geschafft. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt fertig. Aber wisst ihr, was lustig ist? Die meisten Reitanfänger haben ja eher Probleme mit dem Zaumzeug und weniger mit dem Sattel. Bei Ella ist das Ganze umgekehrt. Sie hat das von Anfang an richtig gut gemacht. Auch mit den ganzen Riemen und so weiter und mit dem Gebiss, das hat sie alles schon super hingekriegt. Ich weiß es auch nicht. Ella ist irgendwie besonders. Sie hat mit den Dingen Probleme, mit denen die wenigsten Probleme haben und umgekehrt. Also die Dinge, die die meisten noch nicht am Anfang können, kann sie schon sehr gut. Das ist echt bewundernswert. Naja, jetzt geht's auf den Platz. Wahrscheinlich bin ich am Anfang noch an der Longe. Aber das ist ja auch nicht schlimm. So, Ella, dann kannst du jetzt losreiten. Wie, was? Wo ist denn die Longe? Du darfst heute frei reiten. Oh, was? Ehrlich? Wie cool! Sonst durfte ich immer nur ganz kurz frei reiten. Aber jetzt schon von Anfang an? Wie cool ist das denn? Ja, ich möchte heute einfach mal sehen, was du so für Fortschritte gemacht hast. Und wenn das heute gut klappt, darfst du nächste Woche auch schon von Anfang an frei reiten. Oh, das klingt ja supi. Ich werde heute mein Bestes geben und zeigen, was ich kann. Thank you.
Kurz gefasst, die Einzelreitstunde mit Ella war wirklich ein voller Erfolg. Im Gegensatz zu unserer ersten Reitstunde hat sie sich um so viele Ebenen verbessert. Aus ihr wird bestimmt mal eine gute Reiterin werden. Tschüss, Sauke, bis nächste Woche. Du bist wirklich mein absolutes Lieblingspferd. In der Zwischenzeit ist auch schon mein frisches Heu angekommen. Also werde ich jetzt erstmal ein wenig fressen. Ich habe ja schließlich noch ein bisschen Zeit, bevor es weitergeht. Wir haben jetzt 14 Uhr. Gleich müsste meine Pflegebeteiligung Victoria da sein. Hey, Socke! Hallo! Aha, wie ich sehe, hast du heute noch jemand mitgebracht. Heute werden wir was ganz Cooles machen. Ja, das wird sicherlich super werden. Isabella und ich möchten heute ein Fotoshooting machen. Ich habe extra meine Kamera mitgebracht. Ein Fotoshooting? Heute? Ja, okay, von mir aus. Ich bin zwar kein großer Fan von Fotos, aber wenn die Mädchen unbedingt Fotos machen möchten, können sie das gerne tun. Dann wirst du jetzt noch ein bisschen hübsch gemacht und dann können wir tolle Fotos machen. Und lächeln. Ja, perfekt, das machst du gut. Schau auf die Kamera. Perfekt, und jetzt lächeln. Ist ein super tolles Bild geworden. Klasse, das wird ein gutes Bild. Und lächeln. Perfekt, das sieht echt knallermäßig aus. Bleib so, Isabella, das sieht gerade richtig toll aus. Und ist im Kasten. Ein mega schönes Bild. Vielen Dank, Socke, dass du so toll mitgemacht hast. Ja, ohne dich hätten wir diese tollen Bilder nie hinbekommen. Zum Dank bekommst du die hier. Lass sie dir schmecken. Oh ja, lecker! Karotten! Oh, warte, bleib genau so! Ich hol schnell die Kamera. Das ist ein mega tolles Foto. Und klick! Fertig! Super schönes Foto! So, Socke, dann wird es Zeit, sich zu verabschieden. Du weißt ja, ich komme morgen wieder und dann machen wir auf dem Platz ein bisschen Bodenarbeit. Oder wir machen einen Spaziergang, je nachdem, auf was ich dann gerade Lust habe. Und ob das Wetter mitspielt. Also dann, tschüss! So, und das letzte Pferdchen für heute. Hier ist dein Spezialfutter, Socke. Dieses Futter bekomme ich ein- oder zweimal in der Woche, meistens am Samstag und manchmal auch am Mittwoch. Da sind bestimmte Mineralien drinne, die ich brauche. Und noch ein paar andere Dinge. Das Futter schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich wünschte, ich könnte es jeden Tag essen. Aber je weniger ich dieses Futter essen darf, desto besonderer ist es natürlich und desto besser schmeckt es mir. Oh Mann, dieses Futter, ich würde alles geben, um davon zu probieren. Ja, das sieht wirklich total lecker aus. Nee, Freunde, nix da. Ich teile mein Futter nicht. Das ist meins. Ist ja schon gut. Menno. Das war also ein entspannter Samstag in meinem Leben. Sonntag und Samstag sind meine Lieblingstage. Da geht es nie so stressig zu. Nicht so wie unter der Woche. Da habe ich nämlich viel, viel mehr zu tun. Deswegen sind Samstage oder Sonntage einfach super zum Entspannen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Einblick in mein Leben euch gefallen hat. Und vielleicht sehen wir uns sogar bald wieder. Also, tschüss, euer Socke. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und hab noch einen wunderschönen Tag.